Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Nerd für Medizin. Ich habe das große Glück, dass ich heute mit Bernhard Kummler hier stehe, dem Chefarzt der Notaufnahme in Villingen-Schwenningen. Einerseits einfach eine coole Notaufnahme, die richtig krasses Zeug macht, aber vor allem auch einer, der in dem konservativen Schockraummanagement sehr, sehr aktiv ist, und ihr habt ja schon ein bisschen was vielleicht dazu gesehen, und heute habe ich das kleine Thema B-Problem. Bernhard, vielen Dank, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung, Martin. Und dass ich dich jetzt löchern kann zum B-Problem. B-Problem, jetzt mal ganz blöd gesagt, CBD, Lungenödem, Sauerstoff drauf, eigentlich sind wir jetzt schon fertig, oder? Jein. Also Sauerstoff drauf ist schon schwierig, ja, beim COPDler, aber ist schon mal der erste Haken, sage ich mal. Nein, das sind zwar die zwei häufigsten, oder nicht ganz die zwei häufigsten, die Pneumonie gehört noch mit dazu, so in diese, so eine Trias, die sind, glaube ich, schon die tatsächlich die häufigsten, die man so in der Notaufnahme sehen. Dann kommen noch so ein paar seltenere Sachen dazu, so metabolische Störungen zum Beispiel. Sind nicht so häufig, aber gerade beim Diabetiker, die Ketoazidose, das ist so das, wo man es am häufigsten sieht, weil die hohe Atemfrequenz haben und unter Umständen tatsächlich auch schon Einschränkungen in der Oxygenierung haben. Das kommt noch ein bisschen dazu. Und dann beim B-Problem kommt tatsächlich auch im nicht-traumatologischen Schockraum der Pneume dazu, ja, der auch noch eine Rolle spielt. Da wird immer so ein bisschen abgehakt, aber die Zahl der Spontanpneus ist jetzt auch nicht so gering, dass man das irgendwie außer Acht lassen kann. Das ist jetzt total spannend. An den Pneu hätte ich vielleicht noch gedacht, aber weil du so sagst, metabolische Störungen, wie hängt das jetzt, also das ist doch, was hat das jetzt mit dem B-Problem zu tun? Muss ich das irgendwie mangeln nehmen? Naja, das B-Problem ist eigentlich eher durch die Erhöhung der Atemfrequenz. Mhm. Also deswegen B-Problem, weil das fällt natürlich auf. Der Parameter Atemfrequenz ist das, was wir eigentlich wissen, dass das ein sehr sensitiver Parameter ist für Störungen, also gerade bei der Pneumonie spielt es auch in der Qualitätssicherung eine große Rolle. Aber so diese, wie soll ich sagen, dieses Bewusstmachen von dieser Atemfrequenz, das ist manchmal im Alltag so gar nicht gegeben. Ja, man sieht irgendwie, da ist einer, der, und dann muss man sich aber bewusst machen, hallo, die Atemfrequenz, die ist hoch, ja, und dann muss man auf die Ursachensuche gehen. Bei den metabolischen Störungen kommt es halt häufiger zur Erhöhung der Atemfrequenz und auch im Verlauf dann zur respiratorischen Störung. Deswegen muss man einfach halt daran denken, dass das mit im Fokus ist bei der Diagnostik, dann, die man dann anstellt. Das ist ein guter Punkt, weil, wie du sagst, ne, ich meine, wir haben die häufigen Sachen und die quietschen oder die kriegen keine Luft und man gibt ihm Sauerstoff oder auch nicht, da kommen wir vielleicht nachher gleich noch dazu. Aber dass diese Atemfrequenz eben nicht nur jetzt jemand ist, der panisch ist, sondern dass der vielleicht ein schweres Problem hat oder sogar wahrscheinlich ein schweres Problem, dass man da jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde aufs Röntgenthorax warten, sondern mal ein Gas machen und mal schauen, was da los ist, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Genau, oder halt das wichtigste Tool eigentlich, was wir haben, den Ultraschall. Ja, der hilft uns natürlich deutlich weiter, gerade beim B-Problem, denn der schnelle Blick auf die Lunge, ja, hat er Pleuragleiten, hat er B-Lines oder hat er irgendwelche Auffälligkeiten, die auf eine Pneumonie hindeuten, Lungenembolie suchen, das ist jetzt eher, sage ich mal, eine Rarität, aber geht auch, oder Rechtsherzbelastung, weil das ja auch noch ein Teil der B-Probleme ist, die haben wir vorher gar nicht erwähnt, die Lungenembolie, die macht ja auch ist auch eine respiratorische Störung. Ja, ja. Und da können wir dann die Rechtsherzbelastung sehen oder halt das Design. Also da gehört eigentlich diese Lungensonographie, ist ein Bestandteil, der mit da in den Schockraum gehört, zur schnellen Diagnostik, schneller als jedes Röntgenbild. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass man da tatsächlich sich selber auch ausbildet da drin, weil uns das wahnsinnig viel hilft und schnell hilft und das beidseitig da ist. Und von daher lernt auf jeden Fall Lungenultraschall oder Ultraschall ist eine der wichtigsten Punkte für das nicht-traumatologische Schockraummanagement. Und ich finde, wenn man jetzt drüber nachdenkt, wie jetzt eine Vizienklassifikation im Echo, das ist schon was, da braucht man auch lange Erfahrung. Und lange Erfahrung ist natürlich in jeder Sache gut, aber ich finde, die wichtigen Befunde im Lungensono, da muss man das nicht jetzt 5000 Mal gemacht haben. Nein. Das sieht man schnell, ja, diese B-Linien. Genau. Man sieht einen Riesenpneu, sieht man gut, ne, einen großen Erguss. Das gibt so schnell Informationen, das ist echt verrückt. Deshalb freut es mich auch, dass es auch in der Präklinik immer mehr kommt. Also wie oft hat man jemanden mit gefühlt 200 Kilo mit Luftnot, mit dicken Beinen und der quietscht ein bisschen und hat der jetzt eine CBD oder Lungenödem und was behandle ich jetzt primär, das macht ja schon einen großen Unterschied, und ein kurzer Blick auf die Lunge hilft zumindest, das sehr gut einzusortieren. Genau.
Jetzt habe ich ja das Glück, dass ich dich daneben mir stehen habe und dich jetzt so ein bisschen in den Mangel nehmen darf. Was sind denn noch so heiße Tipps oder wo du sagst, Sachen, die funktionieren manchmal nicht ganz so optimal oder da könnten wir noch besser werden. Lungenultraschall hast du schon gesagt, frühzeitig vor jedem Röntgen. Aber gibt es noch so heiße Tipps? Naja, sagen wir es mal so, die respiratorischen Störungen fangen nicht in der Notaufnahme an, sondern die fangen ja schon reglingisch an. Und ein Anliegen ist mir, dass die Verwendung der nicht-invasiven Beatmung in der Präklinik wäre mir ein Anliegen, dass das noch weiter ausgeweitet wird. Der Hintergrund ist einfach, dass die, gerade beim Lungenödem oder auch beim COPD, aber speziell beim Lungenödem ist es tatsächlich so, dass wenn man draußen frühzeitig anfängt und die medikamentöse Therapie einleitet, bis die dann in der Klinik sind, dann geht es eine halbe Stunde, dann sind die da, dann sind die aber schon eine halbe Stunde genifft und wir brauchen dann in der Regel eine Stunde noch und dann kann man die von der NIF wieder entwöhnen und dann muss der Patient nicht auf die Intensivstation, dann sparen wir Ressourcen und unsere Zeit in der Notaufnahme, wo der Patient genifft ist, ist einfach deutlich kürzer. Und das hilft uns einfach in der weiteren Versorgung und auch im Ressourcensparen, sage ich jetzt mal. Und deswegen bin ich ein absoluter Fan davon, dass präklinisch wirklich angefangen wird zu niffen bei respiratorischen Störungen, damit wir einfach keine Zeit verlieren und wir den Vorteil nutzen können, wie sie dann in der Klinik sind, dass die Therapie einfach schon angeschlagen hat und wir einfach die Zeiten verkürzen können. Das finde ich super, dass du das sagst, weil ich finde, wenn man präklinisch unterwegs ist, denkt man sich ja oft, das ist logistisch und ich muss die Maske und das Gerät und kann man nicht einfach Sauerstoff draufklatschen. Und das, was du sagst, das macht ja wirklich für die Patienten einen Unterschied und jetzt ganz egoistisch, wenn ich in der Notaufnahme bin, vielleicht kommt noch einer mit 15 Liter Sauerstoff halbwegs zu mir rein, aber wenn er dann drinnen ist, ist er vielleicht so schlecht, dass er gar nicht mehr nifffähig ist, dass er kurz vorm Kreislaufstillstand ist oder intubiert werden muss. Und ich meine, jemand, der nach einer Stunde auf Normalstation geht oder intubiert im schlechten Zustand auf Intensiv eine Woche liegt, das macht ja für den Patienten ganz einen realen Unterschied. Da werden einfach Leute sterben deswegen, weil die... Also vielen Dank für das Statement und da muss man auch, wenn man draußen ist, noch mal mehr dran denken. Da kann man Leute wirklich, wirklich retten, wenn man ein Tool hat, das wir auch zur Verfügung haben. Das ist ja super. Genau. Ich glaube, manchmal ist einfach die Angst, das Tool einzusetzen. Mhm. Ja, wie gehe ich damit um? Beatmungsgerät, was stelle ich denn da ein? Ja, so. Okay. Ich glaube, wichtig ist, dass es Hilfestellungen gibt. Ihr habt das selber schon in euren Videos gezeigt. Was stelle ich ein? Wir verlinken das wieder. Ich weiß nie, in welcher Ecke, aber in irgendeiner Ecke taucht es auf. Wie stelle ich es ein? Und da gibt es vielleicht noch eben eine kleine Unterscheidung. Also es gibt so zwei Stränge, sage ich mal. Die Hypoxie und die ventilatorische Störung oder hypoxische Störung, die ventilatorische Störung. Es gibt natürlich auch Mischbilder, aber ich grenze es jetzt mal einfach auf die zwei ein. Mhm. Und da hat man zwei ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Das eine, da brauche ich irgendwie höheren Piep. Und eine hohe FiO2. Bei der ventilatorischen Störung brauche ich eher ein niedriges FiO2. Und dafür brauche ich eine Atemunterstützung durch einen Pressure Support. Ja, und halt nicht so viel Piep. Also die zwei unterschiedlichen Strategien, da muss man sich einfach irgendwie ein Schema ausdenken. Mhm. Da gibt es auch Hilfen dazu. Unter anderem findet man die auch im ASELS-Kurs, wie man die lernen kann. Ja, oder wir haben einen Artikel über das B-Problem geschrieben. Und da sind diese Hilfen drin, das sind diese zwei unterschiedlichen Strategien drin. Das ist mir wichtig, dass man darauf achtet, ja, dass man da nicht einfach bei jedem das Gleiche irgendwie einstellt. Und der zweite Punkt ist, dieser Umgang mit dem Beatmungsgerät, habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass das hemmt die Leute. Ja. Und wenn dann einer, wenn man die Beatmungsgerät einstellen soll, so was mache ich da? Ja? Auch da habt ihr Einstellungstipps gegeben, die finde ich unheimlich hilfreich. Und da muss man sich halt einmal mal damit auseinandersetzen, dass man sich ein Schema überlegt hat und dass man das dann anwendet. Und so bringen wir es auch unseren Leuten bei. Möglichst einfach zwei Schienen, sowohl für die nicht-invasive als auch für die invasive Beatmung. Und dann kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja. Das finde ich einen guten Punkt, weil gerade wenn man das, wir benutzen es ja quasi täglich, diese Beatmungsgeräte, jemand, der Intensivmedizin macht, für den ist auch das tägliche Brot, aber auf der Straße ist es ja auch nicht so, dass ich jeden Tag irgendwie fünf Leute beatme und es gibt aber gute Schemata und wir müssen nicht die Feinheiten uns da jetzt für die halbe Stunde, sondern wir brauchen gute angepasste Parameter, wissen, was wir tun, wenn wir ein Problem haben, ja, Dopes, Hand und so weiter, gibt's ja die Schemata und dann geht's voran. Okay, jetzt was mich noch interessiert,
das Thema HFNC, High Flow, Nasenkanüle, Cannula, wie auch immer, das ist ja ziemlich sexy in letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Das kommt immer mehr. Ist das jetzt, hat die Industrie da jetzt sich eine gute Idee gemacht und ist es eher Quatsch, oder würdest du sagen, das ist schon was, was den Leuten auch einen Vorteil bringt, gerade jetzt in einer Notaufnahmesituation? Nein, absolut. Also ich bin ein absoluter Fan von HFNC. Okay, sehr gut. Ganz einfach, weil aufgrund dessen, was ich vorher gesagt habe, diese Angst vor dem Beatmungsgerät ja, und auch auf der Aufnahmestation oder Beobachtungsstation, wie das jetzt ja heißt, irgendwie, dass da gedifft wird oder so, das will man eigentlich nicht von der Pflege. Und es gibt aber Patienten, die würden irgendwie von dem Piep profitieren und würden auch von einer hohen Sauerstoffkonzentration profitieren. Und eigentlich müssten wir sie niffen, und da gibt es die Möglichkeit über den Highflow. Ja, weil der Highflow einfach, ich habe einen hohen Fluss, durch den hohen Fluss erzeuge ich einen Piep intratracheal. Ja, und je mehr Flow ich gebe, also so ab 20 Liter, habe ich ungefähr 2,5 Millibar Druckerhöhung. Okay. Und wenn ich dann irgendwie bei 60 Liter bin, habe ich geschätzt ungefähr so einen Piep von 7,5 Millibar. Oh, okay. Und das also ist doch schon erheblich so viel. Und das heißt, wir können da tatsächlich einiges erreichen bei den Patienten. Es ist wahnsinnig angenehm, es stört den Patienten nicht und es ist kein Gerät, was die ganze Zeit piept, wo man irgendwas kontrollieren muss. Und deswegen ist es so beliebt, gerade bei der Notfallpflege, weil man da den Patienten hat, er fühlt sich wohl darunter, es ist angewärmt, es ist befeuchtet, ja, und die haben da überhaupt kein Problem damit und wir können dem Patienten damit helfen. Und das es kommt immer mehr, weil es so einfach ist. Von daher bin ich da absolut begeistert von. Es ist auch mal ein klares Statement und auch cool, dass sich sowas Neues entwickelt, was eben einfach ist, was den Leuten wirklich helfen kann und gerade so in diesem Notaufnahme-Setting super ist. Wie du sagst, das geht ja nicht nur darum, dass wir es uns einfach machen, auch wichtig, wir haben ja genug zu tun, wir alle, aber sondern auch, wenn das für die Patienten angenehmer ist, und manche haben ja richtig Angst vor diesen Masken oder dann haben die so Bärtchen wie wir und dann je mehr die wachsen, dann wird es natürlich unangenehm. Ja. Ne? Also das ist eine coole Sache. Ich fasse mal so ganz grob zusammen. B-Problem im Schockraum ist was Häufiges. Leute sind haben häufig ein Atemproblem. Und es sind nicht nur die klassischen COPD und Lungenödem, das sind sie schon auch. Aber es gibt noch andere Probleme und vor allem das, was man manchmal so vergisst, ist der Pneu und die metabolischen Störungen, die sich ja dann durch erhöhte Atemfrequenz zeigen und die man sonst einfach schnell mal übersehen kann. Und die, wenn die schon ein B-Problem selber generieren, dann sind die wirklich krank. Lungenultraschall, bisschen erweitert denken, mal aufs Herz und so weiter schauen, kann man gut erlernen, muss man kein 15 Jahre nur Ultraschall im Kämmerchen, das geht voran und frühzeitig NIF, in der Notaufnahme sowieso, aber auch in der Präklinik, das hilft uns, das hilft den Patienten, eigentlich ist es einfach eine gute Sache und man kriegt auch ein bisschen mehr Routine mit dem Beatmungsgerät, da muss man keine Angst haben, gibt es gute Einstellungen. Es gibt gute Hilfen, wenn was nicht funktioniert. Ja, was soll ich sagen? Also so haben wir das ganze B-Problem abgehandelt in ein paar Minuten. Wirklich, wirklich cool. Vielen Dank dir. Fragen, Kommentare, natürlich darf man teilen, liken. Man darf auch zum ASILS-Kurs kommen, du hast das schon erwähnt, genau. Wo man das alles nochmal wirklich praktisch lernt. War ich dort, fand ich super. Darf vielleicht dort auch mal unterrichten. Und dann freuen wir uns auf eure Kommentare und bis zum nächsten Mal bei Nerdfamilien. Tschüss. Ciao.